Es ist Zeit, dass der europäische Mensch entkolonialisiert wird. Es tut mir leid, aber das ist Tatsache. Der Reichstag, Kafka, in der Mitte. Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin vom peitschenschwingenden, erbarmungslosen Chef stundenlang ohne Unterbrechung im Kreise rundum getrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend in der Taille sich wiegt. Christo in den Köpfen kreiste, als Geschichts- und Kunsttouris getarnte, herumirrtend im Bermuda-Dreieck zwischen kameraterrorisiertem SS-SS-SS-Bahn-Anschluss Friedrichsstraße, dem Reichstag und dem Brandenburger Tor. Sommerloch der Suche nach dem Ursprung ihrer Existenz. Und wenn dieses Spiel unter dem nicht aussetzenden Brausen des Orchesters und der Ventilatoren in die immerfort weiter sich öffnende graue Zukunft fortsetzte. Und die Menschen im Festhalten an der Gegenwart würfen sehnsüchtige Blicke durch den Zaun, um die Pressestelle für vom System beglaubigte Informationsverteiler. Sie Zeit zeugten Vergangenheit im Versuch der Vision verzweifelt an Zukunft. Begleitet von vergehenden und neu anschwellendem Beifallsklatschen der Hände, die eigentlich Dampf, Dampf, Dampfhämmer sind. Vielleicht eilte dann ein langer, langer die Treppe, Galeriebesucher, die Gänge hinab, stürzte in die Manege und riefe das Halt durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Ja, und das Denken über die Aktionen würde ein Nachdenken über die Kontrolle der Bilder. Da es aber nicht so ist, eine schöne Dame weiß und rot hereinfliegt zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Vibrierten vor ihr öffnen. Hat sich vor dem Brandenburger Tor eine Gruppe von ca. 30 jungen Leuten zusammengefunden, die Transparente halten gegen den alltäglichen Rassismus der Polizei, der Polizei, der Polizei, der Polizei. Die unbeteiligten Zuschauer
Just like us. Bilden einen zu einer Seite offenen Dreiviertelkreis, in dessen Mitte eine selbstbewusste junge Berlinerin mit Nickelbrille und Rastas sichtlich verunsicherte neudeutsche Worte mit kecken vollen Lippen formt. Die von Konfrontationen mit schlagenden Polizistenberichten durch den Kreidekreis geschützt vor grünen Bannen, die sich im Hintergrund durch die Menschen schieben, das Megafon mit schwerer Hand vor den Mund. Vor ihren Mund gehoben, der Direktor hingebungsvoll ihre Augen suchend in Tierhaltung ihr entgegenatmet, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt, sich nicht entschließen kann, das Taxizeichen zu geben. Langsam zum Filter herunterbrennende Zigarette, linke Hand. Das Schwarz der sie schützenden Transparente und das Weiß. Der sie belagernden Menschen und Zuhörer fände einen Public Relation Weg in eine surreale Öffentlichkeit. Wenn auch der Bruch im offiziellen Bild-Zeitung kaschiert wird durch Menschen, die blutsverwandte, altbekannte Bilder suchen, sodass die Auslöser der Kameras statistisch gesehen weniger häufig klicken. Als just nebenan, across the street, wo eine weiße Performance-Künstlerin vom Zaun um den Reichstag Roboter imitiert. Menschenaugen! Und Geldstücke. Sein Fressen. Entschuldigung. Ozon geschwängert zwischen spektakulären Erwartungen und vereinzelt vom Reichstag fallenden Plastikplanen inszenierter Geschichte. Dem deutschen Volk! Schließlich in Selbstüberwindung es trotzdem gibt, neben dem Pferde mit offenem Mund einherläuft, die Sprünge der Reiterin schwarzen Blickes verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum bereifen kann, mit englischen Ausdrücken zu warnen, sucht die Reitknechte peinlichste Aufmerksamkeit ermahnt. Die zierliche Afrodeutsche erzählt von Schlägen aufs Auge und den Richtern, die deutsche Polizisten von Angegriffenen zu Opfern mutieren lässt. Vor dem großen Salto Mortale. Das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen.
Das Setting 0 erinnert in seiner emotionalen Färbung und trotzdem, trotzlos, trotzdem Attitüde an die Jazz-Hardcore-Saxophonistin, die gestern Abend in der Volksbühne bei der Party der Literaturzeitschrift Sklaven gegen das ekstatisierte Trio der Techno-Musiker mit Computern, Synthesizern und gesampelten Breakbeats anspielt. Schließlich die Kleine vom zitternden Pferd hebt und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet, während sie selbst von ihm gestützt hoch auf den Fußspitzen vom Staub umwehend mit ausgebreiteten Armen ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will. Unbewegte Literaten kleben in tiefen Sesseln, der Saal lernt sich nach kurzer Zeit beträchtlich, genervte Gesichter erheben sich im Gegensatz 180 Schläge pro Minute, Beats per Minute und hoffnungslose Haltung sind zwar weigern die Zuschauer die Macht. Das scheint aber nicht in ihrer dunklen Laufwärmung, dass sie schummernde Violett unzähliger Tage schält sie, schält sie, schält sie. Isoliert vor die drei Technos, kurze, abrupte Schreie! Glöckend, widerständiges, harmonisches entgleitet dem Sachs. Pausen der Besinnung auf den Groove within. Schlagen mit den Füßen, Atem schöpfen für die nächste Attacke, die Trennung Bühne, Albtraum und Publikum, Bühne, Tod wird zum kafkaesken Galeriebesuch. Als wir das Brandenburger Tor von West nach Ost durchqueren, die Mini-Kundgebung verlassen und an den indern deutschen osteuropäischen Ausverkäufen und Armeemützen und Medaillen vorbei zum S-Bahn-Anschluss unter den Blinden vor dem großen Tor. Unter der Laterne vor dem großen Tor steht eine Kaserne und steht sie noch davor. Torkeln, wie in einem schweren Traum versinkend, spalten die Torrisse den Platz in zwei Hälften. Auf der einen die Verkaufsstände, Besucher und Wachmannschaften, auf der anderen weinen wir, ohne es zu wissen. Punkt. Wir legen den Grundstein für das Stadtschloss Berlin, in dem das Humboldt-Forum seinen Platz finden wird, auf dass an diesem Ort der Dialog der Kulturen gepflegt werde und gelingen möge. Wir
Möge dieser Ort einladend sein für Menschen aller Nationalitäten, Kulturen und Religionszugehörigkeiten, die an diesem Ort arbeiten und sich friedvoll miteinander austauschen wollen. Möge der Bau glücklich vollendet werden, damit Menschen dort mit Freuden einziehen können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.